Moin Freunde und willkommen zu diesem neuen Video mit dem Audi RS7. Mit dem fahren wir jetzt gleich über 700 Kilometer nach Innsbruck in Österreich. Und ich will mal wissen, was das Teil im Durchschnitt so verbraucht und werde dabei jetzt nicht ultra sparsam fahren. Es steht der Creators Day von Audi an in Österreich auf dem Eis und da wird es jetzt gleich hingehen. Für mich geht es im Anschluss weiter auch noch in den Skiurlaub. Das heißt, wir gehen auf einen kleinen Roadtrip und das Auto, was uns dabei begleiten wird, ist eben dieser schöne Audi RS7. Ich bin ein wenig im Stress, muss ich sagen. Es waren gerade noch so ein paar Meetings, die auf dem Plan standen. Und Kofferraum öffnet sich. Und tada, 535 bis zu 1390 Liter Kofferraumvolumen. Die werden wir nämlich jetzt auch brauchen, wenn wir die ganzen Skisachen mitnehmen werden, Klamotten mitnehmen werden, Drehsachen mitnehmen werden. Ich würde aber sagen, bevor wir das jetzt alles reinpacken, schauen wir uns den Wagen mal einmal hier kurz an. Sieht er nicht krass aus. In rot, schwarzes Logo vorne. Wir haben hier an der Seite auch schwarze Felgen. Wie groß sind die? Die sehen so nach 22 Zoll aus. Steht es irgendwo? Da, tatsächlich 22 Zoll. Hier auch in schwarz. Wir haben getönte Scheiben. Wir haben die schwarzen Außenspiegel. Hier unten den Seitenschweller in schwarz. Und wir werfen mal kurz den Blick in den Innenraum. Auch hier quasi alles rot-schwarz. Vollledersitze hier auch mit diesen roten Ziernähten. RS-Logo. Und der RS im Innenraum. Unter der Haube schlagen, wie gesagt, 600 PS. 4 Liter V8 Turbo. Aber ja, im Detail werden wir uns das Auto in einem anderen Video nochmal anschauen. Unsere Aufgabe, beziehungsweise meine Aufgabe, ist es jetzt erstmal, diesen Kofferraum zu füllen und dann abzudüsen. Und wir müssen den Noah abholen. Wenn wir aus Las Vegas. Der wartet nämlich schon auf mich. Und leider schon viel zu lange. Also, let's go. Achso, stopp. Bevor wir jetzt da hinfahren, stellen wir einmal hier nochmal den Verbrauchsspeicher auf 0. Angegeben ist der mit durchschnittlich 12 Liter pro 100 Kilometer. Ich glaube, die Marke werden wir reißen. Das nullen wir jetzt. Und damit würde ich sagen, sind wir startklar. Und auf geht's zu Noah. Wir gucken mal, ob wir die 12 Liter pro 100 Kilometer halten oder nicht. Auto ist voll. Let's go. Hello! Mit 2 Stunden Verspätung, 2,5 Stunden Verspätung. Ja, das wollen wir alles wieder raus. Wir haben ein schnelles Gefährt. Wir haben ein schnelles Gefährt. Stehen hier irgendwo. Und da ich gleich noch ein paar Calls habe, machen wir einen Wechsel. Er sieht schon rattenscharf aus, muss man schon sagen. Und auch sehr unauffällig. Geil auch, ne? Pullover bei dir auf jeden Fall passend. Bisschen gematcht. Machen wir einmal, was ich noch nicht gemacht habe, ist ein Soundcheck. Mach die Karre mal an. Da ist der Boy am Lachen. Ich habe geguckt, der Challenge ist ja heute Verbrauch. Was verbraucht die Karre? Die 700 Kilometer nach Österreich, aber halt bei einer Fahrweise, die dem Auto in gewisser Weise auch gerecht wird. Also wir wollen jetzt nicht schleichen. Nein, das wollen wir gar nicht. Das ist ein bisschen diese Urlaubsfahrt. Ist das Auto auch urlaubstechnisch akzeptabel? Würde ich sagen, grundsätzlich ja. Das Auto ist zwar rappelvoll gerade kofferraummäßig. Und auf der Rückfahrt kommt ja noch ein paar Skier, vielleicht sogar 2 Skier da rein. Aber wir wollen mal schauen. Angegeben ist er mit 12 Liter. Ich weiß jetzt nicht, wo er gerade steht. Aber jetzt werden erstmal Meter gemacht. Und freie Fahrt. So, wir sind auf dem Weg und haben schon knapp 3 Stunden hinter uns. Verbrauchstechnisch ist es tatsächlich ganz akzeptabel. Angegeben ist er mit 12 Liter. Jetzt haben wir 14 Liter im Durchschnitt. Die 12 Liter gemessen am WLTP ist ja immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und trotzdem kommen wir aber ganz zügig voran. Noah fährt, der darf hier das schöne Gefährt gerade bewegen, weil ich bis eben noch ein paar Dinge erledigen musste hier am Laptop. Und ja, 4,5 Stunden sind es noch. Ankunft 22.04 Uhr. Und ich würde sagen, gleich machen wir auf jeden Fall eine Pause, weil A will ich fahren und B müssen wir tanken. Wir melden uns wieder, denn es ist RS-Jagd an. Der sagt, an uns ist gerade vorbeigefahren ein wunderschöner RS6 in schwarz. Und wir mit unserem roten Tango-roten RS7. Aber ich glaube, der zieht da hinten schon gut ja, weg. Wenn er hier gleich mal wegziehen würde, dann könnten wir auch mal eine Chance hinterher zu ziehen. Und er hat es verstanden.
Opel Insignia. nee, aber wie gesagt, ansonsten 14,4 Liter. Wir sind seit, ja, das ist gute 3 Stunden. Seit gute 3 Stunden. 4 Stunden 16 sind noch vor uns. Und 140 Kilometer können wir noch fahren, bis getankt werden muss. Ich bin ja ein bisschen am Machen. Und da vorne ist irgendwo der ER6. Ja, jetzt ist er weg. Der ist abgefahren. Der jetzt fährt er gerade ab. Ne? Ja, er fährt gerade ab. Er fährt ab. Er fährt ab. Die Silhouette erkennst du jetzt mal. Ja, ist ein Parkplatz. Jetzt drauf fahren. Parkplatz, ich will. Ja. Ah. Aber gut, was hätte uns das gebracht? Hätten wir ein ERS-Gespräch geführt. Unter Fachleuten. Unter Fachleuten. Nein, für uns geht's jetzt weiter. So, es ist soweit und der Tank ist leer. 20 Kilometer können wir noch fahren. Insgesamt sind wir jetzt... Ja, warte, wir sind in Hälfte haben wir. Ja, Hälfte. 360 Kilometer haben wir ungefähr gefahren. Und der durchschnittliche Verbrauch liegt bei... 14,2 Liter. Und das ist gar nicht so viel über Angabe. Da sind nämlich weiterhin 12. Das finde ich gut. Hätte ich nicht mit... Da, also hätte ich nicht mit gerechnet, weil wir sind teilweise schon so gefahren, wie man einen 600 PS V8 Biturbo fährt. Schön RS-Modus und gib ihm. Zum Schluss ein bisschen Efficiency. Und jetzt heißt es tanken. Wir sind hier, wie nennen wir sie? Der blaue Engel. Der blaue Engel. Wir müssen nämlich hier ein bisschen Sprit zu uns nehmen, 102 Oktan. Bekommen das Auto jetzt und ja, ich dachte eigentlich, hier kann man noch was essen. Das müssen wir gleich noch machen. Aber erstmal bekommt das Baby hier Nachschub. Wo ist eigentlich auf der Beifahrerseite? Ja, ist auf der Beifahrerseite, so. Eieieiei, Tango-Rot. Ey Leute, Tango-Rot. Schön hier oben drauf. Und wo haben wir es hier? Ultimate 102. Mein Portemonnaie. Ich weiß jetzt schon, dass es weh tut. Aber es ist schön, sich ein bisschen zu bewegen. Oh, hier. Pet. Das ist ein Baby. Ist ein Baby. RS7. Und einmal nochmal von vorne, während er sich da hinten seine 102 Oktan gönnt. So von vorne. Es ist kalt. Für uns geht es jetzt gleich weiter. Aber erstmal tanken. 60,8 Liter, 135, 54. Komm, kriegen wir noch ein bisschen was rein. Frisch getankt in Tangorot. Weiter geht's in Richtung Seefeld. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was gegessen. Ich sitze am Steuer, das heißt, wir haben einen kurzen Change gemacht. Es sind jetzt noch knapp, wir gucken drauf, 3 Stunden zu fahren. Und dann sind wir endlich in Seefeld. In Tirol, in Österreich, hoffentlich im Schnee. Wobei, Wetter war heute, glaube ich, in Innsbruck, so wie wir es gesehen haben, einigermaßen sonnig und warm. Und ich muss sagen, ich habe Bock. Let's go, weiter geht's. 100% Leistung hier. Wir sind in Österreich. Wir haben uns hier gerade eine Vignette geholt. Die braucht man ja hier. Ne, da ist das gute Ding. Inzwischen alles digital. Früher, weiß ich noch, als wir in Urlaub gefahren sind, hatten wir hier immer so eine Batterie an Vignetten, bis nicht mehr ging. Ich hoffe, wir sehen jetzt hier irgendwo nochmal das schöne Schild, wo steht Bundesrepublik Österreich. Wo müssen wir denn lang hier? Ich fange einfach mal an, weil tanken will ich jetzt nicht. Ja, wir können gleich mal nochmal einen Zwischenstand machen, weil ich bin fast geschlichen. Ich hatte wirklich wenig, weil es sehr, sehr nebelig war, Phasen, wo ich ein bisschen schneller fahren konnte. Also hätte ich halt gekonnt, aber bei dem Nebel muss das nicht unbedingt sein. So. Jetzt gehen wir wieder auf die Bahn. Wir fahren halt sehr zurückhaltend. Ach fuck, hätte ich nur unten gewusst. Okay. Navigation. Achso, doch hier aus, das ist richtig. Jetzt geht's weiter. So, wir sind gespannt, aber ich glaube nicht, dass ich den Verbrauch da groß habe runterbringen können. 14,4. Und ich glaube. Wir sind mit 14,5 gestartet. Da hast du nicht viel gemacht. So, wir sind jetzt 666,6 Kilometer gleich gefahren. Gerade noch 666,5. Jetzt 666,6. Stunde 14 liegt noch vor uns. Und ich glaube, das Österreich-Schild war schon. Welcome to Austria, welcome to the hotel. Wir checken jetzt mal ein und ich würde sagen, schauen wir uns mal das Zimmer an, ne?
Absolut. Machen wir. Sieht ja nicht schön aus. Jetzt heißt es erstmal einchecken. Auto gleich in die Tiefgarage fahren. Oh, ich bin fit. Ich bin gar nicht mal so müde, wie ich dachte, dass ich bin. Obwohl, heute Morgen habe ich aufgestanden und jetzt 23 Uhr sind nach Adamese 15 Stunden unterwegs. Ja, geht. So, Zimmer 603. Noah war schon drin, aber ich habe extra gewartet. Da kann er nämlich seine Sachen schon mal zwischenparken, um das zu filmen. Aber wir wollen eine Live-Reaktion. Ist gut, schlecht? Willst du was sagen? Ist ganz nett. Ich liebe diesen Holz-Style, ne? Welcome! Alter, ich glaube, wir brauchen mal hier ein bisschen Licht. Ja, Schalter. Dort sprach dasselbe Licht. Halleluja. Guck dir mal das. Alter, geil. Ja, nice. Ich würde sagen, so lässt es sich aushalten. Ja, nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht, Herr Specht. Da schlafe ich gerne drin. Ah, weißt du, was wir vergessen haben? Durchschnittsverbrauch. Aber, gut, für euch ist es jetzt nur eine Sekunde. Aber für uns ist jetzt erstmal gute Nacht ansagen. Gute Nacht angesagt. Aber für euch ist jetzt eine Sekunde, bis es wieder runterspringt zum Auto, wo wir uns den Durchschnittsverbrauch angucken. Aber was war 12? Wir hatten eben 14,4. Bin mal gespannt, weil wir sind noch ein bisschen langsamer gefahren und die ganzen Passagen da, wo wir nur 100 fahren durften, dürfte hoffentlich runtergegangen sein. Aber ich weiß jetzt, was ich. Also keine Ahnung, bin gespannt. So, dann schmeiß das Biest mal an. Wir sind gespannt. Gucken, was wir für Verbrauch haben. So, ich hab's schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. So, ich schaue auf den Tacho und im Endeffekt ist das jetzt quasi so das Ende des heutigen Videos. Wir sind gestern gefahren 777 Kilometer. Komma null. Komma null, ist das nicht geil? 7 Stunden 55 unterwegs gewesen, durchschnittlich 98 km/h gefahren mit einem Durchschnittsverbrauch von 14,1 Liter. Was sagen wir dazu? Wir haben gesagt, unter 14 wäre top. 14,1 ist nah dran. Ich habe am Anfang gesagt, wir fahren so, wie man normal fahren würde. Wir wollen jetzt nicht irgendwie schleichen, sondern wir wollen halt so fahren, wie man mit einem R6 fährt. Es waren schnelle Passagen dabei, es waren langsame Passagen dabei. Und 14,1 bei 12 Liter angegeben, finde ich okay. Das ist schon gut. Und damit würde ich sagen, ist die Frage geklärt. Für uns geht es jetzt weiter. Und was euch da erwartet, ich würde sagen, das ist Spaß pur. On top of the money, on top of the wave, on top of the team, on top of the days, on top of my purpose, I do, I create.